Im März diesen Jahres war ich zu einem verlängerten Wochenende in New York. Wer von euch mir auf meinem Instagram-Kanal die Aquarellwerkstatt folgt, hat es sicherlich schon mitbekommen. Es soll ja Menschen geben, die zum Einkaufen für ein Wochenende nach New York fliegen. Ich bin für 5 Tage dort gewesen, um 2 Tage an einem Kurs einer von mir sehr verehrten Aquarellkünstlerin teilzunehmen. Dieser Kurs fand in einer alten New Yorker Kunstakademie statt und ich habe aber die freie Zeit in New York natürlich verwendet, um in meinem Skizzenbuch meine Sicht auf die Stadt festzuhalten. In diesem Film zeige ich euch einige Skizzen und werde am Ende des Videos auch ganz ausführlich eine Skizze für euch malen. Hier seht ihr mich schon zeichnen in New York. Dies ist der Blick auf die Brooklyn Bridge und Manhattan. Hier der Blick von The Edge. Dies war besonders eindrucksvoll, New York von ganz oben zu sehen. Ich habe es gleich in einer lockeren Skizze festgehalten. Weiter ging es mit einem Bootsausflug mit der Staten Island Ferry. Die Skizzen hier zeigen die Insel Manhattan und rechts, unschwer zu erkennen, die Freiheitsstatue. Ein besonders schöner Malplatz war der alte Seehafen von Lower Manhattan und wenn ich jemals einen Malkurs in New York gebe, wäre hier mit Sicherheit ein schöner Malplatz für die gesamte Gruppe. Ich verwende ja die Skizzen aus meinem Aquarellbuch sehr häufig dazu, im Studio später große Bilder zu malen. Wenn du interessiert bist an der Umsetzung der New Yorker Bilder in große Motive, dann komm zu meiner nächsten Ausstellung. Sie findet vom 19. April bis 5. Mai 2024 in der Nähe von Kiel statt. Die Öffnungszeiten und den genauen Ort verlinke ich unten im Videotext. So, was für ein schöner Platz zum Malen hier in Brooklyn. Das ist die Manhattan Bridge, nicht die Brooklyn Bridge. Eine schöne Brücke hier, die ich jetzt eher malen möchte. Das Erste, was ich nun versuche festzulegen, ist das Bildformat. Ich schaue durch den Rahmen, den ich hier mit Hilfe meiner Finger bilde, um mich für ein Hoch- oder Querformat entscheiden zu können. Ich vergleiche das Verhältnis der Höhe zur Breite des Objekts, damit die Proportionen später in meiner Skizze stimmen. Ich denke, dieses Motiv lässt sich am besten in einem Hochformat einfangen. So nutze ich beide Seiten des Skizzenbuchs und male über die Mitte des Buches hinweg. Zunächst fange ich an mit den großen Formen, den beiden Häusern rechts und links und der Brücke selbst. Einige Menschen und Autos möblieren das Ganze im unteren Bereich des Bildes. Dies ist hier ein echter Touristen-Hotspot und es soll dementsprechend auch sehr viel urbanes Leben im Motiv zu sehen sein. So, die großen Formen sind fertig, die Skizze ist fertig und damit könnte ich jetzt oder kann ich jetzt, werde ich auch jetzt ins Hotel gehen und das Bild fertig malen. Die Materialien für meine folgende kleine Skizze sind die Farben Sienna gebrannt, lichter Ocker, Permanent Alizerin, Kobalttürkis Light, Kobaltblau und Zylinblau von Winsor & Newton, Ultramarin Feinst und Titanweiß von der Firma Schminke. Ich arbeite in meinem Aquarellreisebuch, das ist das Aquarellbuch der Firma Bösner. Ich male mit meinen eigenen Pinseln, das ist der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12 und der Rotmarderhaarpinsel der Größe 10. Beide Pinsel sind für die Unterstützer dieses Kanals bei mir käuflich zu erwerben. Hier liegt nun die fertige Skizze und ich bin inzwischen zu Hause in Norddeutschland angekommen. Ich werde also dieses Bild nicht im Hotel, sondern jetzt ganz in Ruhe zu Hause für euch zu Ende malen. Ich beginne mit dem Himmel und der Farbe Kobaltblau. Ich male den Himmel locker über den oberen Brückenbereich hinweg. Ich arbeite ja hier in meinem Aquarellbuch der Firma Bösner. Dieses Buch ist aus Zellulosepapier gemacht und hat nicht die Büttenpapierqualität, die ich normalerweise verwende. Ich weiß, dass weiche Verläufe auf diesem Papier nicht so gut möglich sind und finde dies auch eigentlich im Skizzenbuch überhaupt nicht schlimm. Diese Skizzen sind für mich Ideensammlungen und Möglichkeiten des Ausprobierens und ich erwarte hier von mir selbst und vom Papier in keiner Weise Perfektion. Das linke Haus bekommt den ersten Farbauftrag mit einer Mischung aus lichter Ocker, Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Mit dieser Farbmischung versuche ich, hier zum rechten Bereich des Bildes die Flächen miteinander zu verbinden. Im Haus auf der rechten Seite geht es mit lichter Ocker weiter.
Hier möchte ich später keinen zweiten Farbauftrag drüber setzen. Also sollte die Farbe jetzt hier schon genau richtig aufgetragen werden. Das heißt für mich, ich verwende hier etwas mehr Pigment als auf der linken Seite. Die Menschen im Vordergrund spare ich zunächst aus und setze dann eine sehr wässrige Farbfläche mit etwas Kobalttürkis Light und einem Gemisch der Braun- und Ockertöne in den unteren Bereich. Nachdem ich mit dem Föhn das Bild gut getrocknet habe, geht es nun mit der Brücke weiter. Diese Brücke besteht komplett aus Eisen. Der türkise und blaufarbige Anstrich der Brücke ist als Farbkontrast besonders schön zu den wärmeren Tönen der Backsteine der Häuser. Diese spannende Farbigkeit ist zusammen mit den interessanten Formen ein Grund für mich, das Bild überhaupt zu malen. Ich beginne mit einer Mischung aus Kobalttürkis Light, Ultramarinblau und manchmal auch etwas Neutraltint, die Form der Brücke zu malen. Hier versuche ich so wenig wie möglich ins Detail zu gehen, aber andererseits auch genügend Informationen unterzubringen, die dem Betrachter mein Interesse für dieses außergewöhnliche Architekturobjekt vermitteln. Im unteren Bereich kommt etwas Sienna gebrannt in die Blau-Türkis-Mischung mit hinein und hier wird der Farbauftrag auch etwas cremiger und dicker, um den Schatten unter der Brücke anzudeuten. Hier im unteren Bereich der Brücke brauche ich einige dunkle Formen, um die hellen Objekte auf der Straße zum Leuchten zu bringen. Ich male ein angedeutetes, lockeres Gebüsch mit Kobalttürkis Light und Neutraltinte. Nun mische ich eine sehr dunkle, aber auch wässrige Mischung aus Ultramarinblau, Sienna gebrannt, Neutraltinte und etwas Alicerin-Karmesin und übermale das linke Haus mit dieser kräftigen Schattenfarbe. Innerhalb des Hauses variiere ich den Farbton, sodass auf dem Papier die Farben immer noch erkennbar bleiben. Nun forme ich die Menschen auf der linken Seite aus, indem ich sie einerseits mit dunkler Farbe hintermale und andererseits auch einige Formen der Körper mit dunkler Farbe andeute. Auch die Autos im Mittelgrund werden leicht angedeutet. Hier gilt es nun, die Formen so reduziert zu malen, dass eben noch erkennbar ist, worum es geht, aber der lockere Ausdruck der Malerei nicht verloren geht.
Mit einer Mischung aus Ultramarinblau und Alizarin Karmesin und später auch etwas Senna gebrannt, setze ich einen großen Schatten in den Vordergrund, um die rechte und die linke Seite des Bildes im vorderen Bereich miteinander zu verbinden. Mit dem Kunststoffpinsel hole ich einige helle Linien aus der dunklen Fläche heraus. Dies sind perspektivisch wirkende Linien auf der Straße, die dem Bild Räumlichkeit verleihen. Auf der rechten Seite male ich recht dunkel mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau ein ganz knapp angeschnittenes Haus. Weiter geht es mit dem Haus, welches hier in der Sonne steht. Hier deute ich mit einigen wenigen sparsamen Strichen nur die Fenster an. Ich achte darauf, dass ich wirklich den perspektivischen Linien folge und auch, dass sich der Abstand der Fenster in der Entfernung verringert. Das markante Schild mit dem Namen dieses speziellen Stadtviertels in Brooklyn darf natürlich nicht fehlen und wird hier mit viel Liebe zum Detail noch eingefügt. Die Menschen möchte ich nun auch noch etwas ausarbeiten. Ich male zunächst die Köpfe mit Cadmiumrot und setze dann die Kleidung mit verschiedenen Farben ein. Auch hier versuche ich mit einer gewissen Lockerheit zu arbeiten. Es geht meiner Meinung nach nicht darum, jedes kleine Detail genau auszuarbeiten. Gerade bei der Darstellung von Menschen in der Stadt ist weniger auf alle Fälle mehr. Ein paar kleine Details hole ich mit meinem Auswaschpinsel aus der dunklen Fläche noch heraus. Zum Beispiel diese Straßenlaterne hier auf der rechten Seite. Gemischt aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt schattiere ich die Laterne und male den Laternenmast. Ein typisches One-Way-Schild möchte ich hier noch aus der dunklen Hausfläche auswaschen. Diese Schilder sind in New York so wahnsinnig häufig, dass eins davon unbedingt auf meine kleine Skizze kommen sollte. So, das war's für heute. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wir freuen uns immer über ein Like oder über einen Kommentar unter dem Video. Du kannst den Kanal selbstverständlich auch abonnieren, das ist völlig kostenfrei. Und wenn du unten auf die Glocke unter dem Video drückst, dann bekommst du sogar immer die Info, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Vielleicht sehen wir uns ja auf meiner nächsten Ausstellung mit großen Bildern aus New York und maritimen Bildern aus meiner Heimat Norddeutschland. Ich würde mich freuen und sage Tschüss, bis dahin.